Und du kannst die da wieder nehmen. Hatte ich nicht vorhin einen mit 12 oder so? Oder habe ich mich verguckt? Naja, egal. Minsk, trink lieber noch einen. So. Dann mache ich jetzt mal hier sicherheitshalber einen Quick Save. Und rufe jetzt die anderen beiden. Meine Laune die Sirene. Ist genug, auch ohne euch. Und den Zwerg. Handle nicht ohne zu. Ich brauche einen Schluck ja, starkes Fragenbier. Handle. Handle. Ja, beinahe unter meiner Würde. Handle nicht ohne zu. Ja, hör auf zu singen. Das gut. Wo ist der zweite Wurm? Da oben. Dummkopf. Handle nicht ohne zu. So, lass mal Zwerg und. Ja, Zwerg ist fast tot. Wie die schießt, fällt mir gerade so auf. Okay, Schreckenszauber hilft leider bei dem nicht. Okay, Sirene tot. Und ihr verkantet euch schon wieder an Khalid. So, weg mit. Und jetzt hat er wieder Khalid gefressen. Was soll denn das? Schon erledigt. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. So. Ich brauche einen Handle nicht ohne zu denken, Dummkopf. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Was? Gut, dann gucken wir mal. Da ist auch schon. Ja, nichts leichter als das. Handle nicht ohne du gehst denken. Etwas näher ran. So, Zwerg fast tot. Zwerg tot. Und der Linko geht auf die Sirene los. Hast du nicht noch irgendeinen Zauber? Nein, du hast nur die Hexerei. Minsk, Rückzug. Au. So, Lindwurm tot. Gott sei Dank. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Was wollt ihr? So, jetzt heilen wir mal richtig. Und ich dachte zuerst, links zu gehen wäre die beste Wahl. Ja. Gut, wir sind einigermaßen hochgeheilt. Einmal dünner hier und dann holen wir uns den Oger jetzt. Hallo Oger. Ich Feinde zu meinem zeigen, hack Feinde, dann machen zu Brei. Okay, hack der Oger. Diese Statue stellt den Ogerkrieger, hackt den Ogerkrieger, ja. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Oh, und ich wollte ja die Sirene mal plündern. Ich bin ja so nett. Oh, zwei Perlen. Und einen Haufen Beißpfeile. Zwei Perlen zu Khalid. Der hat ja schon welche. Sehr schön. Beißende Pfeile. Die Pfeile. So, beißende Pfeile können mal weg. Also da oben rein. Gut. Beinahe unter meiner Würde. So, dann geht Hack mal vor. Oh, da ist ja das schon der Wurm. Ja? Und der Rest hilft auch gleich mal mit draufhauen. Du gehst ein Stück weit darüber. Machst mal deine letzte Angreifhexerei. Okay, Win-Win. Ogre und Würm gleichzeitig getötet. Das war ja toll. So, wir haben jetzt leider keinen Helfer mehr.
Aber hier ist auch schon der Ausgang. War gut. Gut, aber vorher gucken wir uns mal dieses Riesenskelett hier an. Neben und unter dem wir die ganze Zeit durchgegangen sind. Das hat ja auch das Skelett erwähnt. Ja, das Skelett hat ein Skelett erwähnt. Ah, ja, toller Spruch. Ah, ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt. Ich hatte den Kampf eigentlich einfacher in Erinnerung. Aber Inkompetenz muss ja alles immer etwas schwieriger machen. Die namentliche Inkompetenz ist, wir lassen einfach Khalid fressen. Und ja, das ist wirklich ein Riesenskelett, ey. Das muss ein riesiger Drache gewesen sein. Und hier waren mal seine Flügel wahrscheinlich. Ne, das sind seine Schulterblätter. Okay. Keine Ahnung, wo der seine Flügel hatte. Das hier ist sein Hüftknochen. Und hier hinten ist der Schwanz. Und der Kopf. Also gegen das Vieh hätte ich nicht kämpfen gewollt. Ja? Wenn Dulag das getötet hat, dann Respekt vor ihm. Gut. Dass er so eine Bestie besiegen konnte. So, ich will eigentlich hier raus. Oh, hier ist ein Gang. Was wollt ihr? Gänge verheißen nichts Gutes, deswegen immerhin geh vor. Ich bin so gut, hier sind Türen. Döner, hier guck mal durch die Tür. Hier geht's nur weiter, okay. Das hier sieht ein bisschen bläulich aus. Das hier sieht grünlich aus. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ihr habt schon erledigt. Zeig mir mal hier. Okay, hier liegt ein Toter. Der macht schon mal keinen Mut. Ich kümmere den. Ich verschwinde jetzt. Was? Gut. Du bist denn. Ich verschwinde jetzt. Und da ist ein großer Ghoul. Wow, das ist ein Ghoul mit Hast. Ja. Da ist gleich noch einer von der Sorte. Gut. Okay. Was liebevollen. Hier sieht das Licht weiß aus. Was denn? Ich verschwinde jetzt. Geh mal weiter nach Fallen suchen, Imoin. Hier geht's in einen Raum nach Norden. Das wird wahrscheinlich hier... Oh. Hier der Weg hier sein. Ja, das sieht so ähnlich aus wie hier unten. Das ist dann wahrscheinlich die zweite Alternative. An Weg. Geh mal weiter vor. Diese Statuen hier, diesen Steinköpfen, traue ich irgendwie nicht. Und hier liegen Pfeile, dem traue ich noch weniger. Was wollt ihr? Gut. Jupp, eine Falle. Denn ich verschwinde jetzt. So, was für Pfeile sind denn das? Feuerpfeile. Wie nett. Hier einfach mal Feuerpfeile hinzulegen und guck mal, wie viele Pfeile im Moment schon wieder hat. Ich glaube, die Plus-1 Pfeile werfen wir raus. Wir haben so viele Plus-2 Pfeile. Und Jahira hat noch welche davon. Ja. Braucht gerade jemand? Tanisa könnte mal wieder einen Schluck vertragen. Minsk. Und Dina hier. Und da gibt noch Minsk einen Schluck. So. Wenn wir schon dabei sind, auch Talisa. Wir haben nämlich so viele Heiltränke, wir können die quasi verschwenden. Speicher nicht möglich, das wird an der Feuerballfalle rumliegen. So, ein paar von diesen Köpfen können wir anklicken. Was haben die uns zu sagen? Die Maske stimmt an. In 4 Tunneln liegen 4 Feinde. Bringt sie alle um und das Spiel beginnt. Also das sind die 4 Tunnel hier. Sind das wohl gemeint? Denn ich verschwinde jetzt. Der hier ist übrigens noch rot. Jupp. Also haben wir hier rot, weiß, grün und blau. An Farben. Die Maske stimmt an. Feuer, Eis, Schleim und Wind. Alle müssen vergehen, um weiter zu bestehen. Die Flammenwerferin muss getötet werden, bevor sie ihren Bogen ansetzen kann. Feuer, Eis, Schleim und Wind. Also Feuer, Wasser, Wind
Und Schleim ist dann wahrscheinlich Erde. Das sind dann wohl die vier Räume hier gemeint, die Elemente. Also Rot ist Feuer. Grün wird definitiv Schleim sein, so wie das schon aussieht, so Giftgrün. Da ist Blau hier wahrscheinlich das Eis und hier ist der Wind. Und zwar in der Reihenfolge. Feuer, Eis, Schleim und Wind. Also hier und dann einmal hier lang. Ah ja. Also es ist wahrscheinlich besser, sie in der Reihenfolge zu töten. Wobei ich mich erinnern kann, dass es egal war, in welcher Reihenfolge man sie besiegt. Die Maske stimmt ein. Die Verwandlung in deine Dame kann dem Spieler eine Wendung geben. Und zwar zum Schlechten, wenn ihr der andere Spieler seid. Okay, das ist eigentlich Schach. Wir haben zwar schon zwei Schachbretter hier gefunden in dem Turm. Also oben im Turm, ich glaube in Stufe 2 des Turms und in Stufe 2 des Dungeons auch. Und die Maske sagt, Schlick wird von Schlägen und Zaubern nur durchtrennt, verdampft aber im reinigenden Feuer. Das wird wahrscheinlich der Schleimraum mit gemeint sein. Dass wir da am besten mit Feuern zaubern kämpfen. Ich hab genug davon. So, dann geht immerhin noch hier entlang. Gucken wir noch kurz, was hier ist. Noch eine Tür. Okay. Was wollt ihr? Das heißt, wir gehen erstmal hier die beiden Türen noch ab, bevor wir uns den Prüfungen widmen. Also das hier sind jetzt wohl, ist wohl jetzt die Prüfung der Elemente. In der ersten Etage hatten wir ja die Prüfung der vier Wächter und danach die Prüfung der Türen in der zweiten Etage. Oder der Prüfung der Bücher. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Um dem Ganzen mal irgendwie ein bisschen Namen zu geben. Was wollt ihr? So, jetzt stellen wir uns mal hier auf. Eure so gut wie erledigt. Machen nochmal einen Quicksave, sicher ist sicher. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Und dann jetzt schicken wir immer einen fallensuchend in den nächsten Raum. Man kann es ja mal versuchen. Und Khalid steht heute jedem im Weg. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Mensch, Khalid, ey. Ein Skelettbogenschütze. Au, der mit Feuerpfeilen schießt. Was? Nichts leichter als das. Okay, wenn der auf die Idee kommt, hier reinzukommen, dann verpasse ich ihm einfach mal eine. So. Okay, ich erinnere mich auch an den Raum noch. Ich hab genug davon. Den bin ich beim allerersten Mal, als ich in Dulax Turm war, als erstes gegangen. Schon erledigt. Glaube ich jedenfalls, dass es beim allerersten Mal war. Was immer ihr braucht. Und für den gibt es eine gute Möglichkeit, ihn zu reinigen. Was wollt? Ich hab genug davon. Also wir nehmen Imoen und Dyna hier. Tun Dyna hier mal verschwimmen, dass sie gegen Fernkampfangriffe gewappnet ist. So, und dann lassen wir sie bomben. Genau. Ja, hier lang. Ihr habt gesungen. Jetzt haben wir sicherlich schon ein halbes Dutzend Skelette getötet. Und hier sind Fallen, ja genau. Was ich schon erledigt. So, dann bomben wir mal hier vorne hin. Okay, ein Skelett haben wir nicht getötet. Das hat jetzt moralischen Versagen. Oder greift Dyna hier an. Jetzt ist es tot. Ich hab genug davon. So, dann gucken wir erstmal auf die Plattform hier. Die scheint ja abgelegen zu sein. Heiltränke und Schleuderkugeln. Warum nicht? Schleuderkugeln für Dyna hier. Sehr schön. Ich bin wie befallen. So, dann geht Dyna hier mal vorsichtig weiter. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Also ja, eigentlich war es ja geplant, aus der Richtung zu kommen. Also hätten wir die Skelette hier im Nahkampf gar nicht erreichen können. Ihr habt so gut das wäre eine super Position gewesen. Was nicht normal zaubern, sondern hier bomben. Skelette tot, Skelett moralisches Versagen, Flucht. Ja? Ich hab genug davon. Und wir sind in eine Todeswolke getappt. Ich bin schon erledigt. Mist. Yay, und Imoen versperrt uns den Rückweg. Ah, hier liegen noch mehr Pfeile. Übrigens haben auch hier alle Skelette solche Pfeile.
So, das heißt, es bleibt nur der Weg nach vorne. Mich kümmert's hier lang. So, immerhin. Schnell. Und die zweite Gefolge gelatscht. Wie befohlen. Okay, jetzt ist Dünner hier ohnmächtig, weil ihr Zauber nachgelassen hat. Aber es sind zum Glück nur Giftwolken, keine Todeswolken. Und ja, es ist da das Vergiftet-Symbol, aber in dem Fall heißt es, dass sie ohnmächtig sind.